Ich weiß nicht, ob es über TeamSpeak. Nee, oh, ich dachte, der Achim Brause wäre gerade abgeflogen. Dass man da über TeamSpeak da irgendwas machen kann. Ich habe keine Ahnung, aber richtig mit Teamradio. Also ziemlich großartige Geschichte. Und wenn man das natürlich dann abrufen kann, also man gibt, glaube ich, irgendwo sein Mikrofon frei in irgendeiner Form und dann wird das da irgendwo übertragen. Beziehungsweise es wird angezeigt, dass der jetzt Teamradio bereit ist und dann kann man das abrufen, wenn man möchte. Also wäre natürlich für den Livestream ein sensationell tolles Tool. Dann haben wir Meister Borde hier auf der 12 und dann haben wir Felix Appelt, der hier fährt, und Axel Schweiger. Axel Schweiger war vorhin derjenige, der da so ein bisschen abgekommen war und einfach wieder auf die Strecke rausgefahren ist. Und da ist auch der Patrick Fester dran. Patrick Fester hier dran an Axel Schweiger. Hat sich auch wieder vorgearbeitet von 19 auf 15, sehe ich gerade. Ja. Ja, der Patrick ist ja ein Schneller, keine Frage. Oh, das wird... Ah. Leute. Er versucht's. Sehr schön. Ja, aber da hat aber auch jemand ganz, ganz doll mitgespielt. Der nämlich wusste, dass er eigentlich keine Chance hat. Und wer geht jetzt hier noch durch? Daniele Bonaventura, der ist der Nächste hier. Und jetzt fangen die ersten Boxenstopps an hier zur Halbzeit. Wir sehen Haribo Porsche. Das ist Andreas Borde, wenn ich das richtig sehe. Bonaventura neben Schweiger und nicht vorbei. Nee, momentan noch nicht. Hier in der Rouge wird das ja hoffentlich nicht probieren. Hat die nicht optimal erwischt und so konnte Schweiger wieder ein bisschen Platz gut machen. Ja, wahrscheinlich die nötige Zehntel, die jetzt Bonaventura fehlt, um hier vorbeizugehen. Genau so ist es. Gucken wir mal weiter nach hinten. Daniel Scheuerle, eher gut unterwegs. Kai Kindermann, nicht so gut unterwegs. Peter Neuendorf auf der 18, auf der 19 Alex Rambo. Auf der 20 Stefan Bäumer. Und hier kommt jetzt Andreas Borde aus der Box. Julian Siebenbiedel auf 22. Stefan Teigler auf der 23. Und da geht das aber wieder Richtung... So, Jürgen Engelhardt kommt in die Box. Bis Eisold auf der 25, auf der 26 Dennis Erner, auf der 27 André König. Ja, und der hat aber, wenn ich das hier sehe, ziemlich viel Rückstand. Ja, er hat fast eine Runde Rückstand. Also ist noch nicht ganz eine Runde, aber fast. Micha Wenzel ausgefallen, Raphael Stadelmann ausgefallen. So, sind wir wieder beim Führenden, bei Moritz Kranz, und der hat jetzt hier das, was du gesagt hast, also was du vermutet hast, hat jetzt die Performance, hier ein bisschen Abstand zwischen sich und seinen Verfolger zu legen, den Alex Riedel. Also das hat sich erstmal entspannt hier. Platz 3, René Herzig jetzt sehr alleine unterwegs. Wo bitte ist Lestrange? Und Landgraf und Lestrange in der Box, wird mir angezeigt. Ah, okay, dann sind die beide in der Box, genau. Platzwechsel zwischen Riedel und Moritz Kranz sehe ich gerade. Verrückt. Tatsächlich, wie ist das denn jetzt passiert? Das gucken wir uns nochmal an. Jetzt spulen wir mal vor. Da muss ja ein Fehler gewesen sein. Schaut euch mal den Abstand an hier. Ja. Was hat er denn da gemacht? Ja, der ist, hat die Mauer touchiert. Und das ist hier ein Leck gewesen, hier vom Replay. Aber er hat eingeschlafen auf der Camel Straight. So kannst du das wahrscheinlich übersetzen. Aber sonst recht, deswegen ist es ja gut Pfeffer im Spiel. Ja, genau. Also vielleicht macht er das ja auch mit Absicht, damit er ein bisschen mehr Spaß hat. Könnte man so ein bisschen als ignorant bezeichnen. Aber, nee, ignorant, ich glaube nicht. Aber das glaube ich auch nicht. Also das war mit Sicherheit keine Absicht. Weil wenn man sowas macht, da kann man auch einfach nur langsam fahren. Und muss nicht sich da irgendwie fast in die Mauer verabschieden. So. Gucken wir mal. So, alle in der Box gewesen bisher. Nee, stimmt ja nicht. Nee, die 1 wird ja immer angezeigt, wenn man eine Rekognoszenz-Lap fährt. Also, Lestrange, Landgraf,
Die waren bereits in der Box und jetzt werden wir mal sehen. Jetzt sind ja doch da einige auch im Mittelfeld schon. Andreas Borde, Julian Siedenbiedel, Felix Appelt, Lange Hegemann, Schweiger, Schürle, Scheuerle, Eisold, Teigler. Nee, Teigler noch nicht, aber Erna. So, und Angie König eiert dem Ganzen immer noch hinterher. Moritz Kranz auch in der Box, sehe ich. Ja. So, jetzt Rückert, Pomani. So, Riedel fährt weiter. Riedel fährt weiter. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil so genau kenne ich die Autos auch nicht. Ist es jetzt hier bei diesen Fahrzeugen besser mit einem leeren Tank und also leichten Auto und abgefahrenen Reifen zu fahren? Oder ist es vielleicht besser mit frischen Reifen, aber dann dafür mit vollem Tank unterwegs zu sein? Ich weiß nicht, was mir da geht. Ich vermute mal Letzteres, weil wenn die Reifen fertig sind, sind sie richtig fertig und dann ist es völlig egal, ob das Auto leicht oder schwer ist. Da geht eigentlich gar nichts mehr so richtig. Und man verliert sehr, sehr viel Zeit. Also könnte ich mir vorstellen, dass jetzt vielleicht die Aktion von Kranz gar nicht mal so dumm war, etwas früher in die Box zu gehen und sich frische Reifen zu holen, um dadurch jetzt wieder nach vorne zu kommen. So, Alex Hummler sehe ich bereits auf Platz 8, aber ich glaube, der hat aber noch nicht gestoppt. Aber auch in der Box jetzt, ist gerade reingefahren. Ah ja, okay. Patrick dann Fester auf 12 auch in der Box. So, da haben wir den Alex, wird gerade aufgebockt, holt sich frische Reifen. Das Boxenstopps dauern nicht so lange. Die Jungs sind pfiffig hier bei Porsche. Wir sehen es, 13,9 Sekunden. Wir haben vorhin schon Boxenstopps gesehen mit 17 Sekunden. Also da ist schon, da ist durchaus Potenzial, hier ein bisschen was gut zu machen, zeitlich und dann logischerweise auch von den Positionen her. René Herzig auf Platz 2, auch der noch nicht drin gewesen. Ist hier am Überrunden. Ich vermute mal, dass die reinkommen. Wenn Riedel jetzt reinkommt, das schauen wir uns jetzt an, dann wird es sicherlich spannend, weil dann würden wir umschalten auf Moritz Kranz. Der hat momentan 40,7 Sekunden Rückstand und wir haben hier eine mörderlange Boxengasse. Meines Wissens ist das die längste Boxengasse, die momentan so im Simracing existiert, weil wir hier beide, hier zwei Crits, die einmal die GT, den GT-Start und einmal den Formel-1-Start. Somit gibt es auch zwei Boxengassen. Yep. Riedel rein. Ja. So, und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Wo ist Kranz jetzt gerade? Der ist jetzt schon eingangs der Blanchiment, Zufahrt zur Blanchiment. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Herzlich vorbei, der bleibt draußen. Und Riedel kommt schon raus. Ach nee, Quatsch. Blödsinn. Der war noch gar nicht in der Box. So, das meine ich hier. So, ups, und dann holt er sich jetzt noch einen Schaden weg. Und wenn er jetzt vergisst, den Schaden abzustellen, aber da war repariert und dann dauert es lange. Genau das ist mir nämlich letztes Mal bei meinem Rennen passiert. Das ist echt bitter, muss ja ich sagen, das ist. So. Kranz in der Busstopp auf Stadt Zielgerade. Ah, wird knapp. Das wird ganz eng. Jetzt fährt schon los, 14,5 Sekunden. Und er ist jetzt schon über die Ampel rüber, muss aber jetzt noch diesen Schlenker hier fahren. So, jetzt gucken wir mal auf die 4. Oh, das wird nicht reichen. Das wird. Ach, das ist ja Lestrange. Wo ist denn jetzt? Upsala! Er ist vorbei. Er ist vorbei in einem sensationellen. Also durch den Geschwindigkeitsüberschuss konnte er so vorbeigehen. Also sehr, sehr geil. So wünscht man sich das. Die beiden Führenden wieder nur durch. Ja, momentan 1,3 Sekunden getrennt. Also könnte natürlich sein, da ja Riedel vor Kranz lag, dass er da irgendwie gemeint hat, durch seinen frühen Boxenstopp jetzt die Zeit gut gemacht hat in der Runde, die er jetzt fahren konnte mit frischen Reifen, um hier an Riedel vorbeizugehen. Wir müssen jetzt genau sehen, wie viele Sekunden die jetzt tatsächlich gestanden haben. Vielleicht war auch Moritz etwas schneller in der Box. Ist auch egal. Jedenfalls ist er vorne und hat sogar einen kleinen Vorsprung. Also sehr, sehr clever gemacht, das Ganze. So, Landgraf hier alleine unterwegs. Comani auf der 6, Rückert auf der 7. Beide schon in der Box gewesen, aber auf der 9. Auf der 8 fährt Achim Krause. Auf der 9 fährt der Daniele Bonaventura und der war noch nicht an der Box. Und der bekommt. Ja?
Apropos Box, René Herze gerade reingefahren. Okay. Dann gucken wir uns das jetzt an. Wo ist der Moritz? Und das ist das gleiche Spiel. Moment. René Herzig ist, kommt jetzt in die Box als Führender. Das wird, glaube ich, aber nicht reichen. Das reicht bei Weitem nicht. Das reicht bei Weitem nicht. Also der Moritz jetzt hier schon. Also der wird, wenn er Glück hat, wieder auf 3 rauskommen. Obwohl auch das möchte ich bezweifeln. Wir haben jetzt hier auf Platz 3 auf 4, der jetzt gleich Dritter wird, den Sascha Lestrange. Und hier wird er sich irgendwo einsortieren. Oh, der kommt schon raus. Der kommt schon raus. So, dann geht jetzt, jetzt ist er Dritter. Und jetzt wird spannend. Lestrange kommt raus, der wird vorbeigehen. Lestrange wird vorbeigehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil Herzig hier jetzt erst rauskommt. Und der müsste den, das ist fast das gleiche wie bei den beiden Führern, wie bei Krank und Riedel eben. Aber eventuell, ja, also da ist Herzig auch erfahren genug, hier nicht gegenzuhalten mit den kalten Reifen. Also das war perfekt für Lestrange. Aber gut gemacht von Lestrange, jetzt auf 3, nur noch 8,2 Sekunden. Bei 23 Minuten könnte da vielleicht noch was gehen. Ja, gehe ich mal von aus, wie gesagt. Aber er hat den ganzen Pulk hinter sich. Also die Frage ist jetzt, wenn Herzig jetzt, also der müsste jetzt so langsam auf Temperatur kommen, also nicht der Herzig, sondern die Reifen an seinem Auto. Und wie gesagt, vorhin ist er ihm ja weggefahren, also weggefahren war ein Ticken schneller. Das kann hier zwischen den beiden ganz, ganz spannend werden. Und dann ist natürlich die Orientierung nach vorne zur Spitze hin für Lestrange relativ illusionär, weil da hat er mit dem Herzig zu tun. Und wenn man fightet, kann man nicht wirklich schnell sein. Oder zumindest keine Zeit gut machen auf zwei so Spitzenfahrer wie Kranz und Riedel. Wenn wir uns die Zeiten so angucken, 2.18.1 für Kranz, 2.18.9 für Lestrange, aber der kann noch gar keine neue Rundenzeit haben. Ach doch, ja doch. Also da wird nach vorne momentan nichts gehen, der ist 1/18 langsamer als Kranz. Also das halte ich eher für ausgeschlossen. Aber warten wir ab, es gibt noch die Uruf. Genau, Angie König mittlerweile jetzt so im Mittelfeld angekommen, also im hinteren Mittelfeld, der ist jetzt auf Platz 21 und hat jetzt natürlich einen nach den anderen hier zu überholen. Wir gucken mal, wo ist Alex Rambo, fährt auf Platz 9. Und hat auch schon einen Boxenstopp gemacht. Er kommt jetzt in die Box. Rambo kommt jetzt. Ja, der war doch am Anfang in der Box. Der war Anfang in der Box. Ja, also okay, das wird sich jetzt hier gleich erledigen für ihn. Und er ist ja auch ein gebranntes Kind, was Reifenschäden betrifft. Also von daher, Hauptsache, er lässt jetzt nicht mal reparieren, weil dann hat er es nämlich ganz vergeilt. Also mit 3,2 Sekunden Vorsprung würde ich nicht so eine Manöver machen hier. Da war er ganz kurz davor, das Auto zu verlieren beim Anbremsen. Vielleicht will er ein bisschen Vorsprung rausfahren, damit er zum Ende vom Rennen... Der Angriff von Herzig gegen Landgraf. Landgraf ist vorbei an Herzig, das haben wir verpasst. Und Herzig kontert hier. Aber Landgraf... geht hier außen vorbei! Das kann ja nicht wahr sein. Was ein Manöver! Was ein Wahnsinn. Sascha Landgraf, Vorjahresmeister im Porsche Mobile One Super Cup im GT3 Cup und Herzig momentan Führender der Meisterschaft. Also die beiden kennen sich wirklich richtig gut und wahrscheinlich nur deswegen geht so ein Manöver. Wenn das zwei Fremde, ich glaube nicht, dass das an der Stelle gut gehen würde. Wahnsinn. Hammermanöver. Die Jungs können es halt, ne? Also alle, die hier mit diesen Autos die dieses Auto über eine Renndistanz bewegen können, ohne das halbe Feld dabei abzuräumen oder sich 10-mal zu drehen, die können es alle, egal wie schnell sie sind, weil dieses Auto ist wirklich sowas von schwer zu fahren. Da muss man
echt trainieren und echt ein Feeling dafür bekommen. Weil ich habe jetzt schon von anderen Spitzenfahrern gehört, die hier fahren, die können momentan, die müssen sich für eine Rennserie entscheiden. Sie können nicht zwischen dieser und einer anderen R-Faktor-Modifikation hin und her wechseln. Ist nicht zu machen, weil, wie gesagt, hier mit diesem Zwischengas, es ist extrem schwierig. So. Rückert, Komani. Was ist das jetzt hier bei Rückert? Landgraf vorbei an Herzig, oder? Ja. Genau, Herzig wieder Fünfter, Landgraf Vierter. So, aber er hat sich hier, das ist das, was ich vorhin meinte, aber Landgraf weiß das. Der weiß das ganz genau und macht hier schon die Luke zu, damit da gar nicht erst irgendwas passiert. Das ist das, was ich vorhin sagte. Herzig hat hier ex... Oh, nein. Ah, schade. So ein schöner Fight. Wir gucken uns das nochmal an. Gott, wie weit geht denn der zurück? Ah, hier ist das Überholmanöver passiert, wo Landgraf vorbeigekommen ist an Herzig. Also Herzig mit einem Fehler in der La Source. Ah, jetzt haben wir das Problem, dass das hier jetzt nicht mehr stimmt. Suchen wir das mal. Hier kommt der Angriff. So. Wir halten das mal kurz an und gehen da mal... Hat es da eine Berührung? Ah, ja, doch, das hat es eine Berührung gegeben, ja. Das, aber ich glaube, der Ausrutscher wäre auch ohne die Berührung gekommen, weil das Auto bricht schon aus hier beim Einlenken. Da ist das Heck zu schnell rumgekommen und dann... Ja, also das sieht mir eher danach aus, dass er da das Problem der Kurve gehabt hätte. Okay, so, dann für Landgraf, er nimmt es wohl als Herausforderung, da wieder hinzukommen, wo er einst war. Hoffen wir mal jedenfalls. So, Christian Rückert hat hier Spaß mit Achim Krause im Milka Porsche. Das definitiv witzigste Design. Alex Riedel neue Bestzeit gefahren, 2:17.89. Mhm. Könnte nochmal was spannender werden zwischen den Zweien. Ja. Wenn Riedel das Tempo halten kann und Druck aufbauen kann. Ja, gut, die schnellste Rennrunde hat immer noch König, aber jetzt persönliche Bestzeit von Riedel, ja. So. Wer jetzt von den GPCC-Fans sagt, oh Mann, ey, das letzte Rennen Brands Hatch, das war aber spannender, das war aber auch Brands Hatch, ihr Lieben. Bar ist halt wirklich eine Fahrerstrecke, wo man mit sehr, sehr viel Konzentration sehr viel erreichen kann. Und es gibt halt nicht allzu viele Möglichkeiten, und vorbeizugehen. Ja, und das Ergebnis hier. So, jetzt Rambo, Alex Rambo mit einer neuen Rundenbestzeit. Bestzeit im Rennen 2:17.445. Also das finde ich schon mal ziemlich heftig. Und er fährt auf 13. So, Kranz nach wie vor auf 1, auf 2 Riedel. Und mit 2 Sekunden Abstand, das ist ungefähr das, was wir vorhin zwischen Rambo und Kranz hatten. Lestrange auf 3. Der hat so ein bisschen die Position von Riedel vorhin. Also hat ein bisschen Luft nach hinten, nach vorne auch, alles ist gut. René Herzig auf der 4, auf der 5, Jörg Komani auf der 6, Christian Rückert auf der 7, Achim Krause auf der 8, Sascha Landgraf auf der 9, Daniel Streblo auf der 10, Alex Hummler. Platz 11 für Julian Siedenbiedel, und da muss ich sagen, dafür, dass er von ganz hinten gestartet ist, coole Nummer. Auf der 12 Andreas Borde. 13 Rambo. Und der fährt jetzt ran an Borde. Und jetzt gucken wir uns mal an,
wie der Mann der schnellsten Rennrunde das Ganze hier so macht. Und wir schauen uns das mal aus dem Cockpit an, damit ihr auch mal so ein bisschen hört, wie die hier fahren. Also wie die die Kurven bremsen und wie die dabei noch auf dem Gas stehen. Kann man was lernen von. Da kommt er nicht schnell genug nach. Er hat es versucht. Alex Rambo ist ja auch realer Rennfahrer, fährt pur im Seat Leon. Wie heißt das? Super Cup? Ich glaube Super Cup. Nee, Super heißt nicht, irgendwie anders. Super Copa. Super Copa, genau. Genau. Und ist aber momentan ohne Cockpit. Deswegen fährt er hier. Schöner und dran. Ja. Aber bringt ihm jetzt leider nichts, außer er. Ist eigentlich unser Freund. Er versucht's und. Boah. Hätte auch schief gehen können. Na, sagen wir mal so, hier in der Rouge macht das niemand. Also jedenfalls nicht freiwillig. So, jetzt sollte es aber klappen. Wo ist denn der Philipp? Der ist weg. Der ist weg. Wird mir nicht angezeigt. Sind aber nach wie vor 29 Autos da. Ja, komisch. Okay. Also wir haben ihm die Entscheidung überlassen, da diese Physics ja doch ziemlich schwierig sind, haben wir ja schon mehrfach erwähnt, ob er das Rennen mitfahren möchte oder nicht. Und ich denke mal, dass er nach seinem 19. Platz im Qualifying dann vielleicht gesagt hat, nee, ist vielleicht doch noch nicht so wirklich das Wahre. Meine Herren, also es ist kein Sprintrennen, wie wir es sonst haben, wo es dann wirklich 30 Minuten die volle Action geht. Oh, Junge! Herr Kranz, jetzt wird's aber langsam wirklich spannend. Wir haben noch 12 Minuten 20 und die Unkonzentriertheiten zeigen sich so langsam. Also das Ding jetzt hier, ausgangs der Rouge, das war genau das, was Angie König gemacht hat, nur deutlich früher. Das hätte jetzt den Rennsieg aber deutlich kosten können. Das war verdammt knapp. Strange konnte sich auch eigentlich gut absetzen. Ja, der ist jetzt erstmal durch. Aber wie gesagt, upsala, wo fährt denn der herzlich lang? Rückert, also das hier hat meine höchsten Respekt. Definitiv, weil die Jungs, Komani, also auch Herzig Komani, Rückert, Landgraf, Krause, die sind hier alle irgendwie, so mehr oder weniger innerhalb von 5 Sekunden. Das liegt aber jetzt auch nur, die 5 Sekunden sind aber auch nur deswegen, weil sie alle irgendwie 1,5 Sekunden Abstand zwischeneinander haben. Nee, so viel ist gar nicht. So, und Daniel Streblow, der ja auch aus der Box gestartet ist. Nee. Doch, der ist, ne? Das war doch der zweite, oder, Felix? Nee, das war, glaube ich, beim ersten Start gewesen. Ah, okay. Ja, das kann sein. Aber jedenfalls fährt er jetzt auf 9. Sag mal, ich habe noch den... Achso, nee, das ist ja vom Quali. Nee, das nützt nix. Egal. So, dann hier weiter. Oh, da sehen wir jetzt den Patrick Fester auch schon wieder. Alex Hummler, jetzt schon 10. Er war ja schon mal 8. Nach dem Boxenstopp dann 14. Jetzt haben wir ihn auf 12 gesehen. Jetzt fährt er auf 10. Und wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, ist das dahinter der Patrick Fester mit einem weitwunden Auto auf Platz 23. Genau so ist es. Patrick Fester hat 3 Boxenstopps, also auch nochmal einen zusätzlichen Boxenstopp gemacht. So, gucken wir mal, was macht Meister König. Der holt sich jetzt in Kürze den Daniele Bonaventura.
Ist allerdings die Frage, ob König nochmal rein muss zum Reifenwechsel. Er hat ja jetzt schon ziemlich lange auf einem Satz hinter sich. Ja, er müsste jetzt eigentlich so an die Grenzen kommen, wo es echt gefährlich wird. Aber König ist ein sehr, sehr sauberer Fahrer. Der driftet ganz wenig. Also die Reifen, uppala. Die Reifen radieren kaum bei ihm. Und dadurch kann er, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, zum Alex Rambo, kann er eine... Oschalem hat es gezeigt. Da waren zwar seine Reifen auch ziemlich am Ende, aber er hätte noch fahren können. Während bei Rambo der rechte Vorderreifen geplatzt ist. Ich sehe gerade, wie dieses Auto ohne Heck. Ich habe noch nie diesen Porsche ohne Hecklichtleuchte gesehen. So, jetzt gibt es hier den Angriff von außen. So, ja, dann hat er und clever gemacht. Aber so hat von Ober clever gemacht. Außen angetäuscht und innen durchgezogen und den Bonaventura in Fehler reingetrieben. Sehr geil gemacht. So, sorry, ich muss mir jetzt mal dieses Auto angucken, wie das aussieht. Halt, das war die falsche Taste. Guck mal, das ist ein Loch, da sieht man den Reifen. Da soll noch mal einer sagen, da lägen noch Texturen von dem alten Porsche drunter, also nichts da. Da ist ein Loch, Leute. Hat aber was. So, auf Felix Appelt. Fehlen ihm jetzt 3,5 Sekunden. Gucken wir mal wieder nach vorne, weil der Alex Riedel wird mir hier mit... Hoppala, muss man das natürlich auch anmachen. Der Alex Riedel wird mir hier angezeigt mit nur noch knapp etwas mehr als einer Sekunde Abstand. Das war schon mal mehr. Du kennst ja deinen Bruder. Wo dran kann es liegen? Ich weiß es nicht, ob... Unkonzentriert würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht die Reifen, obwohl sie sind eigentlich noch frisch genug. Also warten wir ab, was da noch. In der Runde davor 6 Zehntel langsamer, jetzt 3 Zehntel langsamer als Riedel. Ich meine, ich finde es gut, dann ist noch mal ein bisschen Spannung drin. Ja. So, Nestrange einigermaßen safe hier auf der dritten Position. Auch Herzig hat sich jetzt hier gegenüber Romani so weit, dass er da erstmal nicht mehr in den Rückspiegel gucken muss. Wobei Romani und Rückert, naja, gut, die werden sich nichts tun. Und Landgraf, ja, da ist jetzt auch nicht mehr. Krause hat es jetzt auch ein bisschen hängen lassen. Man soll die Leute halt nicht zu sehr loben. Dann machen die das. Streblo sowieso schon die ganze Zeit alleine. Hummler auch gut unterwegs. Ja, Siedenbiedel, also wirklich hier was los ist hier nicht mehr. Rambo jetzt auf 12. Wir haben noch 6 Minuten. Das sind im schlimmsten Fall noch 3 Runden. Aber hier hinten ist noch ein bisschen Action. Alex Schweiger gegen Daniel Langhegermann. Platz 14. Gehen wir mal hin. Genau. Super. Der Daniel auch mitten im schwarzen Loch, da wo früher mal ein Scheinwerfer war, da hinten fahren die beiden Teamkollegen, Rambo und König. Nur mit dem Unterschied, dass Rambo eine Runde weiter vorne ist. Irgendjemand erzählt was bei dir im Hintergrund, das ist nicht so nett. So, schauen wir mal. Kann jetzt hier... Lange Hegermann noch irgendwas machen. Ach nee, das waren gar nicht. Nein, das war König und Appel. Das sind zwar auch die Kollegen, aber nicht König und Rambo. Genau. Rückert gegen Romani ist auch noch relativ eng. Sonst hat sich eigentlich alles auseinandergezogen. Da ist, richtig, da ist scheinbar... Hoppala, was geht denn da?
Das sieht mir aber aus wie ein Weitwunder Rücker. Cavani. Das schauen wir uns an. Da muss was passiert sein. So, das Auto hier schon ziemlich schief aussieht. Okay, hier ist mal alles in Ordnung. Was ist passiert bei Freeform Graphics? Das sieht alles gut aus. Oh, er hat sich hier auf. Er sagt's noch vorhin. Er sagte es noch vorhin. Fahrt nicht über die Teile. Ich sehe es das erste Mal live. Wir schauen uns das hier nochmal an. Boah, da liegt ein Spoiler, irgendetwas. Eine Tür liegt da. Da fährt er drüber und dabei zerschießt ihn den Reifen. Das ist bitter. Ist jetzt nur die Frage, wessen Tür war das? Eine blaue Tür war es. Eine blaue Tür. Wer ist blau? Kai Kindermann ist ausgeschieden. Wenn der jetzt blau ist, würde ich sagen, es war seine Tür. Ja. Ja, es war seine Tür. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wollen wir nochmal gucken hier. Ob wir da was... Ja, siehst du, da fehlt's. Da fehlt die Tür bei Kai Kindermann. Also... So sieht das Auto ohne Tür aus. Ja gut, so richtig spannend ist es jetzt nicht mehr, aber wen sehe ich denn da vorne? Alles noch beim Alten. Moritz Kranz auf Position 1 mit lediglich 1,1 Sekunden Vorsprung auf den Alexander Riedel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schauen wir mal noch, haben wir hier noch irgendwo was? 1,3, Stefan Bäumer, Platz 20. Gucken wir mal. Der macht hier noch ein bisschen Jagd auf Peter Neuendorf. Vorne der gelben Sicht gehört nicht dazu. Jürgen Engelhardt auf Platz 24. Richtig. Also wir fahren hier himmelblau gegen... hellgrün. Ja, der Jürgen müsste aber da mal Platz machen. Das ist ziemlich motzig. Kriegt er das nicht mit, oder? Man, der kriegt doch da blaue Flaggen gezeigt. Na gut. So, wir haben noch 1 Minute 46. Wir gucken mal, wo der Führende ist. Oh, da gibt es noch eine Runde. Definitiv, der kommt nochmal über Start und Ziel. Dann sind wir jetzt hier in der vorletzten Runde. Somit fahren wir 25 Runden. Und jetzt haben wir hier den Showdown zwischen Moritz Kranz und Alex Riedel. So, einmal noch unbeschadet durch Eau Rouge. Ja. Scheint geklappt zu haben. Das hat gut geklappt. Ja. Also dann muss jetzt hier wirklich schon, müssen da ganz schön böse Sachen passieren. Strange vor Herzig, Rückert und Landgraf. Pause hier schön quer rüber. Aber das haben wir auch schon von Strange gesehen heute. Wahrscheinlich nicht nur die beiden. So, Hummler auf 9. Nein, immerhin, wir haben lediglich 5 Ausfälle.
das auf dieser Strecke, da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, und dann haben wir hier auf 11 Rambo, der sehr wahrscheinlich hier in der letzten Runde sich noch den Julian Siebenbiedel holen will. Allerdings ist er bei Siebenbiedel jetzt auch nicht unbedingt an der Stelle, wo man einfach mal so vorbeigeht. Oh doch, das sieht aber dann doch danach aus. Und er geht, tut's auch innen. Und das dürfte wunderbar, das sauber klappen, ohne weitere Probleme. So, und jetzt gehen wir vor an die Spitze, weil die Jungs haben sich das natürlich verdient, nach einem 60-Minuten-Rennen hier auch ihre Zielüberfahrt im Broadcast zu sehen. Ich hoffe mal, die gucken jetzt nicht live zu, aber dann nachher in der Aufzeichnung. So, herzlichen Glückwunsch, Moritz Kranz, herzlichen Glückwunsch an Alex Riedel. Platz 3 für Sascha Lestrange, auch viel herzlichen Glückwunsch. Dann René Herzig, Christian Rückert, Platz 4 und 5. Auf der 6 kommen hier ins Ziel Sascha Landgraf, Achim Krause. Dann haben wir auf der Position 8 den Daniel Streblow, der sich jetzt hier der Ziellinie nähert. Genau. So, dann Jörg Homani. Ist er das? Nee, ist er nicht, Gottes Willen. Alex Hummler auf Platz 9. Fährt noch in die Top 10 hier rein. Sehr, sehr geiles Ergebnis. Auch Respekt an Rambo von 29 auf 10. Ist eine Hausnummer. König definitiv. Genauso, noch auf 14 gerettet. Also mit zwei komplett. Also Rambo aus der Box gestartet, mit 30 Sekunden Rückstand aufs gesamte Feld. Und König mit einem sehr frühen Boxenstopp, der hier mit seinem Boxenstopp bei 45 Minuten Restzeit noch ins Ziel fährt. Also ohne weiteren Boxenstopp. Das ist schon ziemlich großartig. So. Dann haben wir hier Jörg Komani, den wir ja nun mit dem Reifenschaden gesehen haben. Also Rambo Siebenbiedel auf 11, Jörg Komani auf 12, Andreas Borde auf der 13. Und da freut sich auch auf Platz 14 ein Andrzej König. Macht jetzt seine Faxen. Auf der 15 Daniel Lange-Hegemann, auf der 16 haben wir den Daniele Bonaventura. Auf der 17 Felix Appelt, auf der 18 Peter Neuendorf. Auf der 19, oh, das ist aber noch nicht gegessen, Stefan Bäumer hier. Ja, doch, ist gegessen. Auf der 20 Axel Schweiger, der ist schon in der Box. 21 Dennis Erner. Auf der 22 Patrick Fester, Chris Eisold auf der 23. Und Jürgen Engelhardt auf der 24 als letzter Fahrender hier über Start und Ziel gekommen. Dann haben wir ausgefallen auf den Plätzen 25 Kai Kindermann, leider eben erst ausgefallen in Runde 22, drei Runden vor Ende. Daniel Scheuerle schon in Runde 15 zusammen mit Stefan Teigler ausgefallen. Michael Wenzel in Runde 5 und der Raphael Stadelmann gar in Runde 3 ausgefallen. Ja, was ein Wahnsinn. So, dann wollen wir mal hoffen, dass wir hier die Herrschaften noch ins Interview bekommen. Ups. So. Einen wunderschönen guten Abend. Einen viel, viel wunderschöneren guten Abend wünsche ich dir. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, mein Lieber, fang mal beim Rennsieger an. Ich glaube, bleibt uns gar nichts anderes über, weil wir nur dich momentan hier haben. Die anderen, die schützen wahrscheinlich noch. Moritz, es war ja
sah ja am Anfang nicht unbedingt nach Rennsieg aus, aber du konntest, nachdem André König schon ja, 2-3 Sekündchen Vorsprung hatte, wieder ranfahren. Also ihr hattet dann auf einmal nur noch unter 2 Sekunden Abstand. Hattest du mehr Performance oder hattest du den Eindruck, dass er da vorne Probleme bekommt? Ja, ich muss sagen, ich bin am Anfang ja ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangegangen, weil ich beim Testen halt schon gemerkt habe, dass in der Rouge, dass man da eher verliert, als man gewinnt. Und erst als ich mich dann so mehr oder weniger wohl gefühlt habe, habe ich ein bisschen aufs Gas gedrückt und habe dann auch gemerkt, dass er nicht wirklich weit wegkommt. Und ja, irgendwann habe ich dann die gelben Flaggen gesehen und dann war ich Erster. Ja. Ganz ehrlich, deine Einschätzung, wäre es nochmal eng geworden? Mit dem Herrn Riedel? Nee, mit André König. Wenn er auf der Strecke geblieben wäre? Boah, das wäre, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, die Zeiten, die er gefahren hat, die konnte ich so mit viel Glück auch fahren. Aber, na, ich weiß nicht, also das wäre verdammt schwierig geworden. Ja. So, und dann kam Alex Riedel. Und da gab es ja nun ein paar mehr Bäumchenwechsel, die ich spiele. Ja, weiß ich nicht. Fang mal an. Erstmal mit deiner ersten Sehne auf der Camel Straight mal so ein bisschen links ins Gras abgebogen. Was war da los? Eingeschlafen? Waren genau. Also ich hatte einmal zwischendurch, dass mein Computer ein bisschen, hatte ich einen Freeze, war 2 Sekunden okay. Bildstille und dann war der Alex halt wieder vorbei. Ah, kann sein, dass das die Szene war. Genau, das war das, ja. Ja, nee, da ist einfach das Bild stecken geblieben und da konnte ich nichts machen. Ja, so, dann du wieder vorbei und dann gab es ja nochmal irgendwie ein Wechsel und also ihr habt ja nochmal die Position gewechselt, bis du dann endgültig dann da durch warst. Also, aber es war knapp bis zum Ende. Hast du ihn kontrolliert oder warst du alles gegeben? Ja, ich würde sagen, es war eine kontrollierte Fahrt. Also ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass ich meine Reifen nicht kaputt fahre. Ich habe halt gemerkt nach dem Freeze, dass ich ich hinterm Alex halt so ein bisschen festhänge und habe ich gedacht, ja, fährst direkt in die Box. Und habe halt im Boxen oder mit dem Boxenstopp und dem früheren Boxenstopp insgesamt, ich glaube, schon so 3, 4, 5 Sekunden rausgeholt gehabt, als er dann wieder rauskam aus der Box. Und ja, den Vorsprung hat er zwar teilweise zugefahren, aber das war jetzt nicht, dass ich irgendwie nervös wurde. Das war schon mehr oder weniger kontrolliert. Ja, okay. Auf alle Fälle eine sehr, sehr geile Leistung. Nochmal zum Schluss. Hättest du dir träumen lassen, heute das Rennen zu gewinnen? Ich hatte eigentlich mit dem Podiumsplatz gerechnet. Ich hatte in der Quali das war auch realistisch, ja. Ja, ich hatte in der Quali ein paar Probleme mit meinem Lenker. Das hat sich so ein bisschen dekalibriert gehabt. Und deswegen war halt die Quali-Performance nicht das, was ich konnte oder kann. Aber ich wusste, dass ich zweikampfstark bin und dass ich mich da schon irgendwie durchsetzen werde. Und ja, so war es ja dann mehr oder weniger auch. Ja. So, jetzt haben wir nämlich den Zweitplatzierten hier, den Alexander Riedel. Alex, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Cooles Rennen. Ja. Hast du irgendwann mal, auch nachdem du vorne warst, nach dem Freeze, wir haben es gerade gehört, es war ein Freeze bei Moritz, wo du auf der Camel Straight an ihm vorbeigehen konntest, hast du mal irgendwann das Gefühl, jetzt habe ich ihn und jetzt kann ich ihn auch hinter mir halten? Oder war es ständig dieses unwohle Gefühl, was man hat, wenn man weiß, der andere ist eigentlich ein Ticken schneller? Erstmal vielen Dank und Glückwunsch an Moritz. Ja, also ich wusste eigentlich von vornherein, dass ich nicht wirklich die Pace habe, den im Rennen hinter mir zu halten. Von daher wollte ich eigentlich nur so weit wie möglich vorne landen im Rennen. Das ist mir relativ gut gelungen mit Platz 2, denke ich. Ich habe mir schon gedacht, dass das hinterher relativ kontrolliert ist, was er da macht. Es sah jetzt auch nicht übermäßig nervös aus oder sowas. Ich habe dann auch nicht versucht, da letzte Rille zu fahren. Ich glaube, dann hätte ich mich nur zerlegt. Von daher war das schon relativ kontrolliert, glaube ich, was wir dann beide vorne gemacht haben. Ja. Trotz des zwischenzeitlichen Abstands von über 2 Sekunden bist du dann zum Schluss, oder die letzten Runden waren es dann immer so konstant 1,1, 1,3 Sekunden. Der Felix sagte gerade, der Moritz sagte gerade, er hat das so ein bisschen kontrolliert. Hast du den Eindruck oder warst du dann dahinter und hast halt alles versucht und es ging nicht mehr? Oder wie war das?
Ich habe es mal eine Runde noch versucht, ob ich dann rankommen würde, aber ich habe dann gemerkt, das wäre ein bisschen zu risikoreich und er hätte ja auch schneller gekonnt als ich. Von daher habe ich es dann lieber bleiben lassen und das relativ entspannt nach Hause gefahren. Also was halt wirklich, was ich wirklich gesehen habe, ist, das war halt auch komplett durchs ganze Fahrerfeld zu sehen, extrem fair zugegangen. Auch die Überholmanöver, Überrundungen, es war wirklich sehr, sehr fair, auch zwischen euch beiden. Mir hat super viel Spaß gemacht. Und ja, also an euch beide nochmal toi toi toi, coole Nummer. Es wird mit Sicherheit dieses Jahr noch ein drittes Rennen geben. Und was wir zusammen fahren, ich hoffe, dann seid ihr wieder mit dabei. Kommen wir zum dritten, mein lieber Sascha. Jetzt habe ich dich hier auf Bitteln und Betteln hierher gekommen. Oder bist du noch so? Nee, es gab noch mal ein paar Bedürfnisse, die befriedigt werden. Ach, okay, ja. Das war nicht die Frau. Ja, ja, okay, das ist mir schon klar. Mein lieber Sascha, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Sah ja lange Zeit nicht unbedingt danach aus. Was war am Start los? Also beim zweiten Start. Den ersten vergessen wir mal komplett. Beim zweiten Start warst du dann irgendwie, hast du ein paar Schwierigkeiten? Ja, also ich möchte trotzdem nochmal auf den ersten Start kommen, weil der war cool. Da bin ich gleich auf 4 gekommen und gut war es. Der zweite bin ich eigentlich auch ganz gut weggekommen, bin aber ein bisschen vorsichtiger angegangen, obwohl ich den Alex Riedel schon fast weggeräumt habe, obwohl ich meine recht früh gebremst zu haben. Und da zogen dann auf einmal alle an mir vorbei, wirklich. Ja, also da habe ich, glaube ich, 3-4 Plätze verloren. Ja, und dann ging es ziemlich zäh zur Sache. Du glaubst also du bist ja einigermaßen sicher, dass es ein eigener Fehler war, der dich dann so weit... Ja, also wie gesagt, ich bin ja der aufpassen muss, jemanden nicht ins Heck zu fahren, und von daher muss ich es auf meine Kappe schreiben. Ja, ist klar. So, und dann restlichen Verlauf, dann der Fehler von König, damit ging es ja eigentlich los, Rambo aus der Box gestartet, auch der war erstmal unter ferner Liefen, dann ging es sukzessive nach vorne, dann hast du ja in dieser Fünfergruppe von Platz 4 bis Platz 9 oder 4, 5, 6, 7, 8 hattest du ja dann gut zu tun, bis du dich dann zum Schluss einigermaßen da auf deinem dritten Platz festsetzen konntest. Ja, allerdings. Also am Anfang habe ich so ein bisschen zugeguckt, aber irgendwann wollte ich halt einfach vorbei, und die Mitkonkurrenten waren auch super fair und haben uns Platz zum Leben gelassen, und habe ich halt versucht, ein bisschen aggressiver ranzugehen, und dann kam ich halt eben auch vorbei. Ich hoffe, alles war im fairen Bereich. Denke mal, war es halt. Es sah alles sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, insgesamt fand ich, dass das sehr, sehr fair zuging. Im ganzen Fahrerfeld. Natürlich gab es irgendwo ein paar Rempeleien, aber wir hatten, wenn man sich überlegt, auf dieser Strecke, ganz ehrlich, mit 10 Ausfällen hätte ich eigentlich gerechnet. So Rouge und dann vielleicht noch der ein oder andere Zwischenfall im Rennen. Aber ganze 5 Fahrzeuge sind ausgefallen. So bitter wie das für die Jungs ist, ist das ein sehr, sehr akzeptables, eine sehr, sehr akzeptable Quote, wie ich finde. Ja, und euch dreien. Super, super Sache, hat mir tierisch Spaß gemacht, auch wenn jetzt unter den ersten dreien keiner von meiner von meinem GT3 Cup dabei ist. Aber, na gut, der Alex hält da so ein bisschen so halb die, aber naja, gut, egal. Würde ich mal sagen, hat super Spaß gemacht, und wir sehen uns mit Sicherheit nochmal dieses Jahr. Ich bedanke mich bei euch dreien und ganz besonders beim Felix für die Mitmoderation. Felix, hat es dir ein bisschen Spaß gemacht? Auch wenn doch, hat Spaß gemacht. War am Anfang ein bisschen nervös, aber doch. Ja, nein, gefällt. Ich bin ja leider dann immer etwas dominant, das gebe ich ja zu. Das nächste Mal bist du dann nächsten Dienstag, ne? Genau. Nächsten Dienstag, ne? Habt ihr wieder Rennen, genau. Da bist du dann hoffentlich wieder mit dabei, und dann gucken wir mal, dass wir da auch ein bisschen, dass du da noch ein bisschen mehr von den Hemmungen verlierst, und dann wird das was, verspreche ich dir. Vielen, vielen Dank an dich für dein Hiersein und für die Unterstützung, und wir sehen uns hier im GPCC nächsten Dienstag, wir sehen uns im BMSC nächsten Montag und am Samstag GT1 Langstreckenserie, dann 500 Kilometer Zolder für alle, die auf sowas stehen, auch im GT3, allerdings nicht nur im Porsche, sondern in einem sehr, sehr bunten Fahrzeugfeld mit 16 verschiedenen Fahrzeugen im der GT3. Also viel Spaß dann beim Zuschauen. Simrace TV sagt Tschüss und Winke, Winke. Und wir sehen uns, wie gesagt, frühestens, mich hört ihr frühestens wieder am kommenden Samstag.